Felix! Helge, Knut! Na, kommt mal her! Ich hab nichts zu essen, die kommen jetzt bestimmt nicht. Hallo! Ich bin Jürgen Faust, wir sind hier im Land der Tiere, dem Lebenshofprojekt in Mecklenburg-Vorpommern zwischen Hamburg und Berlin. Ja, mittlerweile sind es über 100 Tiere, die hier leben. Uns gibt es ja noch nicht so lange. Wir haben vor 4 Jahren angefangen, das Projekt hier aufzubauen. Hier gab es noch keine Stelle, das mussten wir alles bauen und entwickeln und schaffen. Und stecken noch so ungefähr in der Mitte des Ausbaus. Deshalb werden es mit der Zeitperspektive natürlich noch mehr Tiere werden. Wir versuchen halt auch mit diesen Tieren Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Heißt, es geht nicht nur um die Tiere, die das Glück haben, den Weg zu uns gefunden zu haben, sondern eben auch um die vielen anderen, die wir halt nicht direkt retten können. Ja, das sind Helge, Felix und Knut. Das sind 3 Ferkel, mittlerweile 5 Monate alt. Sie stammen von einem schweren Unfall, der sich hier in der Nähe abspielte, auf der A24, wo ein Tiertransporter verunglückt ist. Schlimme Sache, Menschen ums Leben gekommen, viele Schweine ums Leben gekommen. Und die 3 haben sie in den Wald geflüchtet und dort haben wir sie hier aufgefunden und halten mit ins Land der Tiere. Am Anfang waren sie sehr vorsichtig und ein bisschen verängstigt. Aber sie haben es gut weggesteckt und sind jetzt mittlerweile schon über 2 Monate hier und freuen sich eigentlich den ganzen Tag, mit uns zu haben. Unterscheidet nicht mehr zwischen Haustieren und Nutztieren. Öffnet eure Herzen und überlegt euch doch, dass die ganze Welt viel besser sein könnte und viel friedlicher sein könnte, wenn wir anders miteinander und mit den Tieren umgehen würden. Ja, das ganze Projekt finanziert sich durch Spenden und Patenschaften. Und wir sind natürlich froh um jeden, der das Projekt unterstützt, auch wenn es nur mit einem kleinen monatlichen Beitrag ist, damit wir solche Tiere wie die 3 und weitere natürlich retten können. www.landdertiere.de findet ihr alle Informationen und auch die Öffnungszeiten. Ihr könnt uns also sonntags immer besuchen. Unangemeldet könnt ihr vorbeikommen. Und ihr bekommt hier vegane Sachen zu essen, die ihr mal ausprobieren könnt und Informationen zur Tierhaltung und natürlich auch zu den Tieren, die hier bei uns leben und was wir so tun. Wir freuen uns auf euch.